Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute geben wir uns den neuen Track von Cassius Clay. Ja, der hat einen kleinen, ich weiß nicht, was ist, ist es ein Comeback, Leute? Access jetzt vorbestellen, tatsächlich. Freunde, er hat eine Box. Er hat eine Box rausgebracht. Oder bringt eine Box raus. Ich werde euch das Deluxe-Boxen, den Deluxe-Boxen-Link mal in die Beschreibung hauen. Supportet gerne und die Never Lost in Attitude Tour 2020, Leute. Schaut euch da gerne mal was um. Ich bin in Hamburg am Start, 7.3. im Intra. Gönnt euch also Karten, dann können wir auch mal eine Runde quatschen, falls ihr wollt. Und supportet einfach die Jungs von Attitude ein bisschen, ja. Jetzt von Cassius Clay, wie gesagt, Access. Die Single zum Album, ich bin gespannt, wie es wird. Produziert das Ganze von Neo. Und ja, wir hören rein, Leute. Wir hören rein. Auf jeden Fall, bevor ihr es bei mir hört, geht nochmal aufs originale Video und lasst da nochmal ein bisschen Liebe da, dass es nochmal ein bisschen gepusht wird, ja. Von wem ist das Video? Von wem ist das Video? Moritz Düring. Bruder, ein Kuss geht auf deine Nuss rauf, Bruder. Lange nichts mehr gehört von ihm. Von Moritz. Aber nice. Beziehungsweise gesehen, ja. Huch. Das hier ist kein Zeitvertreib. Die Stadt versteht und weiß Bescheid. Ich schreib statt einem Debüt an meinem Meilenstein. Boah, fettes Video, Mann. Fette Location. Das Video ist fett, jetzt schon sieht man direkt. Sieht man direkt. Das hier ist kein Zeitvertreib. Die Stadt versteht und weiß Bescheid. Ich schreib statt einem Debüt an meinem Meilenstein. Keine Comedy-Schiene, eine offene Krise. Yeah. Eine geschockte Familie, zerbrochene Ziele, verflossene Liebe. Gib den ich finde die Adlibs nice. Das ist neu bei Cassius, oder? Hat er sonst nicht so gehabt? Eine geschockte Familie, zerbrochene Ziele, verflossene Liebe. Gib den Wodka her, mal wieder das Konto leer. Langsam, aber sicher, fällt die Hoffnung auf eine neue Hoffnung schwer. Drugs in meinem Blut, der Schnaps tut mir nicht gut. Das ist Größe 48, keiner passt in meinen Schuh. Ein ehrlicher Verlierer, mit der Stärke eines Tigers. Dem Herzen eines Kriegers, der kein Cent mit Jab verdient hat seitdem. Ey, ich bin gehypt auf das Album jetzt schon, Alter. Das ist ja mal so gut. Das ist echt gut, oder nicht? Jetzt Real Talk, Leute. Ich habe lange nichts mehr von Cassius gehört. Das letzte war JBB-Stuff, so, obviously. Aber das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Lehrer, mit der Stärke eines Tigers, dem Herzen eines Kriegers, der kein Cent mit Jab verdient hat seit dem ersten Tag bis zum letzten Part. Rapper verbiegen sich Plexiglas, frag meine... Huch, war das, Dings, Perplexline? Erinnert mich auf jeden Fall an die aus, von Kriegs, nicht von Kriegs, Alter, von Diverse. Nenn dich Plexiglas. Stimmt, da war doch in der Runde war sogar Cassius als Feature bei Diverse dabei. Nice Anspielung darauf. Im ersten Tag bis zum letzten Part. Rapper verbiegen sich Plexiglas. Frag meinen Lebenschef Definition von Top Tennis Star. Steffi Graf vom Stammkunden im Pennymarkt. Zu Schnapsrunden in Edelclubs. Ich lege meine Seele offen, jeder, der mich hört, besser rein, scheiß Part und sie geht kaputt. Boah, schön gedabbelt hier mit der tiefen Stimme nochmal drüber. Geil. Mal zu Schnapsrunden in Edelclubs. Ich lege meine Seele offen, jeder, der mich hört, besser rein, scheiß Part und sie geht kaputt. Von uns ging es keinem Blut früher. Und darum habe ich jetzt keine Labelkollegen mehr. Nein, heute habe ich Blutsbrüder. Ehre. Mir ein Glas, ich trinke auf X. Ist mir egal, ob es dich schmeckt. Solange jeder Schluck eine Narbe überdeckt. Endet jeder Abend im Exzess, jeder Abend im Exzess. Ich hoffe, meine Birne zu brennen. Der Hoffnung, dass ein Nachhinein. Der erste Liter fällt mir immer noch leicht. Ich will es nicht sein, doch bin immer dabei, jeden Tag derselbe. Was ein Hook. Musikalisch. Krass, hätte ich nicht mit gerechnet. Wir hören mal weiter. Wir bleiben drin. Ich sein, doch bin immer dabei, jeden Tag derselbe Barhocker besetzt. Und ich warte, bis der Mut mich eines Tages mal verlässt. Und ich warte bis zuletzt, solange endet jeder Abend im Exzess. Sie sagen, mein Talent ist stark, Alter, diese Musikalität, die da reinkommt, ist ungewohnt so. Habe ich nicht mit gerechnet, aber es passt sehr gut rein. Allgemein, sehr cooles Ding bis jetzt von Cassius hier. Ich meine, das Like-Dislike-Verhältnis ist enorm gut, spricht für sich. Geht nochmal rauf und lasst bitte Liebe da, auf jeden Fall. Das ist echt krass gut gerade, ich bin ein bisschen überrascht. Schritten, doch mein Antrieb war es nie, ein werdes Rapper zu vernichten. Kein Straßenrap, nur ungeschönt authentische Geschichten. Stell dich dagegen, dann fange ich stattdessen an, Existenzen zu zerficken. Sie sagen, dass meine Texte vom Scheiße fressen und Kreide wechseln, alleine kämpfen, einzustecken. Startprobleme ohne Scheiß-Tabletten, Beine brechen. Mittlerweile mehr als kleinen Flecken auf den weißen Westen. In einsamen Nächten auf zwei Flaschen Jackie die Zeit vergessen. Auf keinen Fall sind, aber keiner von Leute hier versteht, wie das ist, wenn das Leben dich wegt, weil du immer dazu stehst, was du bist und man gegen dich ist. Denn sie kennen nur dein Image, aber dein Inneres sehen sie nicht. Also rede mir nicht von Hype bis Tod, Digga, zu vieles davon hat mich
mich eingeholt, das ist blinde Wut. Beinah tot, nicht zu verlieren, Survival Mode. Ich blute mein Herz auf den Platz, sie zerreißen mich dafür im Forum-Chat. Seh aus, als wär ich noch derselbe, doch guck, meine Seele ist schwarz. Goku Black, Schnapsleiß. Oh, ey, stark. Starker Part, Alter. Starker Part. Ich hoffe, dass das Album gut laufen wird und dass, keine Ahnung. Er hat ja eben auch vom Hype geredet, so. Ist schade drum. Viele, viele Leute hätten viel mehr aus ihrem BB-Stuff machen können, aber viele Leute hatten auch Struggle und haben was versucht, aber es hat nicht funktioniert, ja. Es lag nicht immer an eigenen, am einfach faul sein oder so. Alle hatten ihren Struggle, alle hatten so ihren Tisch zu decken, sag ich mal. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt klappt für ihn. Nochmal ein bisschen was rauszureißen, weil man sieht, ey, das Ding ist wirklich gut. Reißen mich dafür im Forum-Chat, seh aus, als wär ich noch derselbe, doch guck, meine Seele ist schwarz. Goku Black, Schnapsleiche, zerrissene Lunge, Backsdose, steh wieder mal im Park, aber dieses Mal kriegt zart seine Backpfeife, ich fick dich, Junge. Ja. Ja. Gib mir ein Glas, ich trink auf X. Ist mir egal, ob es dich schmeckt, solange jeder Schluck eine Narbe über. War krass bis jetzt, gefällt mir gut. Derselbe wahre Körper besetzt und ich warte, bis der Mut mich eines Tages mal verlässt. Und ich warte, bis zuletzt, solange endet jeder Abend im Exzess. Mühlich. Und du siehst, wo das hingeht, siehst, dass jetzt ein anderer Wind weht. Ich ziehe die Kraft aus der Krise und schieß, während andere darin verschwinden. Genau das ist das, was uns verbindet, weil seit ich damals auf der Parkbank gesagt hab, ich bin wieder Shutter und warte, ob gewusst hab, ich bin noch lange nicht am Limit, denn ich komme. Schöne Flow-Changes, die wir hier haben, Mann. Cash is back, Alter, geil. Geil, guter Text, Musikalität, geiles Video, stabiler Beat, schöne Hook und gute Texte, Mann. Geil. Parkbank gesagt hab, ich bin wieder Shutter und warte, ob gewusst hab, ich bin noch lang nicht am Limit. Denn ich komme seitdem mit der Motivation, jetzt geht es endlich woanders hin. Stärker und besser aus jedem Kampf, den ich geführt habe, raus wie ein Saiyajin. 6 Jahre lang ausgeruht, auf Potenzial, das keiner hat. Aber es mir mit nur davon reden, statt machen und Frust drüber wächst, auf den Leicht gemacht. Alles scheiße was, aber jetzt bin ich hier, hab mich auf ein neues Level getraut. Ausdauer, Ehrlichkeit, Loyalität, Attitude, Sounds. Im Namen weder E noch R noch O, Digga, nix, was ein Hype generiert, trotzdem bleiben hier. Genau darum habe ich den Scheiß tätowiert. Gib mir ein Glas, ich trinke auf X. Real Talk. Real Talk. Ey, die Jungs, alle Jungs von Attitude sind einfach so krass loyal und so. Das ist einfach wirklich eine Familie so. Das ist einfach eine Familie, das kann ich euch garantieren, Jungs. Eine Familie. Egal, ob es dich schmeckt, solange jeder Schluck eine Narbe überdeckt. Jeder Abend im Exzess, jeder Abend im Exzess. Ich hoffe, meine Birne zu brennen. Boah, das ist gut, Alter. Der erste Liter fällt mir immer noch leicht. Ich will es nicht sein, doch bin immer dabei, immer dabei. Jeden Tag derselbe Wahrhocker besetzt. Und ich warte, bis der Mut mich eines Tages mal verlässt. Und ich warte, bis zuletzt. Solange endet jeder Abend im Exzess. Jeder Abend im Exzess. Sehr stark. Leute, ich werde euch, wie gesagt, die Deluxe-Box in die Beschreibung packen. Guckt sie zumindest mal vorbei. Überlegt, ob ihr das supporten wollt. Ja, wenn ihr Cashes mögt und Attitude, dann schaut gerne vorbei. Wie gesagt, ich habe davon nichts. Das ist nicht mal ein Raffling oder so, aber unterstützt gerne, ja. Freunde, ansonsten kommen wir zum kleinen, großen Mini-Fazit. Überraschendes Comeback, muss ich sagen, ja. Ich freue mich sehr, 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 sehr doll auf mehr, weil das hat mir übel gut gefallen. Stabiles Video nochmal, Shoutouts an Moritz. Beat von Neo hat geknallt. Ansonsten haben wir hier einen Cassius Clay, der Bock hat. Man sieht es, er hat Bock, er hat gute Texte. Natürlich hat er seine Stärken hier ausgespielt in der Hook, aber sonst auch natürlich in den Flow-Changes. Einfach sehr, sehr krasses Flow-Monster ist er einfach. Obviously in Double-Time gekickt. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Hoffe, dass die letzten, beziehungsweise die nächsten Tracks mithalten können. Und dass das Potenzial auf dieser Fläche bleibt, beziehungsweise noch höher wird. Und freue mich dann auf mehr, Alter. Ich freue mich wirklich auf mehr. Lasst ein bisschen Liebe da, wie gesagt. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und